Hier sind wir wieder bei Ebolenz. Im letzten Part sage ich einfach mal Shit has hit the fan. Und in diesem Part versuche ich gerade meinen Timer zu. Ja. Kämpfen wir nicht gegen Zephyros, sondern wir bereiten uns erstmal auf den Kampf vor, indem wir alle Sterne und Sachen sammeln, die wir noch machen können. Und das erste, der erste Punkt auf der Tagesordnung ist, wir gehen erstmal zu diesem kleinen Zelt. Denn da wird es uns, da wird noch etwas Gutes passieren. Also was wir wirklich gegen den Kampf, für den Kampf gegen Zephyros brauchen können. So. Also man muss Leertaste drücken, wenn man beim Zelt steht. Für alle, die sich jetzt wundern. Ich bin einer der letzten reisenden Händler. Der Nachfahre des legendären Dorneko. Doch jetzt bin ich völlig ausgehungert. Seit Tagen habe ich nicht gegessen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringen könnt, werde ich etwas Nettes dafür springen lassen. Okay, und wo kriegen wir dieses Fleisch her? Ganz einfach, ich zeig's euch. Können wir Barbarmut einsetzen? Ja, danke. Beenden wir mal diesen Kampf etwas schneller. Ja, Barbarmut. Sengel, 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 alles tot. Das macht genauso viel Schaden, wie die Gegner Lebenspunkte haben. So, wo kriegen wir dieses leckere Fleisch her? Nun ja, auf den nördlichen Ebenen. Haben wir doch mal gehört, soll es... heißen die? Sie heißen auf jeden Fall nicht Schokobo. In dem speziellen Gebiet Schopoko oder so. Und die können wir hier als Random-Kämpfe bekommen. Und zwar würde ich jetzt sagen, suche ich es so lange, bis wir einen finden. Ja. Hier haben wir schon einen. Hat gar nicht so lange gedauert. Und der macht ganz schön Schaden, wie ihr seht. Wir heilen uns erstmal. Weil er uns ein bisschen mehr als durch Karis Heilung, würde ich sagen. Trotzdem, der macht ganz schön Schaden, muss ich sagen. Er ist schon fast so stark wie Zephyros. Wir müssen den jetzt töten, obwohl du übe. Den armen Schopoko. Natürlich, jeder muss wissen, woher die das haben hier, den Schopoko. Gott, am Ende verlieren wir gegen den noch. So ganz ohne Karis. Ah, nee, wir haben ihn gekillt. Schopoko-Jäger, wenn das kein großes Ruhm war. Und wir haben Schopoko-Fleisch bekommen. Ich würde sagen, damit gehen wir zurück zu dem Händler. Das wird doch wohl hoffentlich was sein, was lecker ist. So, Händler, Kollege, Freund. Was sagst du denn? Schopoko. Wenn er, ja. Oh, wir müssen es erst kochen. Können wir kochen? Karis ist auch nicht mehr da. Also, wo lassen wir das kochen? Fliegen wir mal nach Auge. Dort wird es sicher irgendjemand geben, der das so kochen kann, dass es hinterher auch noch genießbar ist. Das erinnert mich sehr an die Highwind aus Final Fantasy 7, das Luftschiff. Ist wahrscheinlich auch davon inspiriert. So. Natürlich, wir kriegen auf den 2 Metern nach Aogai einen Zufallskampf. Wir haben keinen Barbarmut. Ich komme, die Zufallskämpfe sind jetzt nicht mehr wichtig, denn der letzte Bosskampf wird in Zelda-Manier ausgetragen. Nicht als normaler Kampf, also als Rundenkampf, sag ich mal. Als Random Battle. Ich weiß ja, wer das zubereiten kann hier hinten, die alte Gifttante. Die kann das. Wir müssen den Mana-Baum retten. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Oh, ihr habt etwas Schopoko-Fleisch. Möchtet ihr, dass ich es koche? Ja. Hier ist es. Ich weiß noch, wie ich es immer für meine Kinder zubereitet habe. Das ist schon Jahre her. Guten Appetit. Ja, und mit diesem leckeren, gekochten Schopoko gehen wir jetzt endlich wieder zurück zu dem Händler. Und dafür gibt er uns jetzt was Schönes, was wir gut gebrauchen können. Auch noch für die Karten- und Sternejagd. Nö, nö,
können übrigens nicht näher dran landen, hier ist überall zu viel Wald. Über das Zelt können wir nicht drüber wegfliegen. Deswegen müssen wir hier immer landen. Und noch ein Random Kampf. Okay, es ist nur ein Apidia, den müssten wir ja wegkriegen. Wir sind auch selber fast weg. Kann gut sein, dass wir auf dem Rückweg sterben. Ich bin einer, ja. Lecker, gekochtes Schoboko-Fleisch. Mein Lieblingsessen. Ja, klar. Ich danke euch. Jetzt geht es mir besser. Hier habt ihr etwas Schönes. Ein Bonusherz. Damit überlebt er länger, vor allem im Kampf gegen Zephyros. Das heißt, wir haben jetzt 4 Herzen anstatt nur 3. Es ist ein Herzcontainer, wie in Zelda. Der einzige, den man bekommt. Würde ich sagen. Wer weiß, was man für die 30 Sterne kriegt. Vielleicht noch ein Bonusherz, aber das glaube ich nicht. So, wo gehen wir denn als nächstes? Erstmal zeige ich euch, wie ihr an die ganzen Informationen kommt, die ihr noch braucht. Also wo noch überall Sterne sind. Wie ihr das im Game herausfindet. Ich glaube, wir dürfen nicht zu nah an Aogai parken. Es laufen wir automatisch ins Schiff anstatt nach Aogai. Hier, bei dem Typen. Der gibt euch Hinweise. Nicht Sterne, Karten, Händler, Schokokurs. Das haben wir jetzt schon abgehakt. Und hier Sterne. In vielen verschiedenen Orten in Evolandia sind Sterne versteckt. Doch nur große Abenteurer vermögen sie alle zu finden. 16 haben wir schon gefunden. In der die versteckte Höhle soll es noch einen geben. Wo auch immer die versteckte Höhle war. Und Karten. Gibt's auch noch einen in der versteckten Höhle. Das heißt, wir würden wohl als nächstes mal zur versteckten Höhle gehen, wenn ich noch wüsste, welche, was die versteckte Höhle ist. Welche Höhle damit gemeint ist. Das ist das kleine Problem, das wir haben. Wir gehen jetzt erstmal hinten heilen und speichern. Dann gucke ich mal, ob ich die versteckte Höhle irgendwie finde. Es gibt sogar noch ein Gebiet, wo wir noch gar nicht waren, nämlich der versteckte See wahrscheinlich, heißt das. Ach, stimmt. Ich glaube, in der versteckten Höhle war ich noch nie. Das ist so ein Secret, das man erstmal irgendwie finden muss. Da gibt es, glaube ich, ein Steam-Achievement dafür. Okay, mal sehen, ob wir die irgendwie finden. Wenn nicht, muss ich halt mich mal im Internet dazu belesen. Hier ist die Noria-Mine. Das ist der andere Eingang zur Noria-Mine. Hier ist, wenn wir hier reingehen, glaube ich, da ist der versteckte See. Warte, das zeige ich euch mal. Komm, lande. Hier, das ist der versteckte See. Kartograf, ihr habt, also, ach, verbotener See. Nicht versteckter See, verbotener See. Ach, wisst ihr was? Ich gehe erstmal zum südlichen Hain. Da wissen wir auf jeden Fall, dass es noch was gibt. Ach ja, Zufallskarte. Nein, jetzt nicht. Ich bin ja eigentlich nicht der, der so Zufallskämpfen flieht. Aber ohne Karis sind sie nicht mal mehr so einfach Zufallskämpfer. Es sei denn, Barbarmut ist halt gerade verfügbar und nicht auf Cooldown. So, erstmal zum südlichen Heiner, da wissen wir ja noch. Und später hätten wir jetzt erstmal irgendwie die versteckte Höhle gefunden, hätte uns der auch später noch gesagt. Ach ja, im südlichen Hain, da gibt es noch, in der Noria-Mine gibt es auch noch. Was weiß ich noch, wo es noch alles was gibt. Verbotener See, den gibt es noch. Da gibt es noch auf Weise, wer weiß. Dann gibt es noch in Aogai bestimmt noch was. Und dann noch dort was und dort was und dort was. Und so und so. So, hier sind wir im heiligen Hain mal wieder. Seht ihr? 4 Herzen. Das finde ich gut. Das ist schön. Das Rätsel ist noch immer dasselbe. Versuche mich jetzt erstmal dorthin zu beeilen, wo wir hin müssen. Oben. Ist gut. Herr mit dem Herz. Herr mit dem Herz. Wir waren zwar vor kurzem erst hier, aber ich habe es irgendwie schon wieder vergessen. Ging es hier unten lang? Nein, nicht.
gehst daneben unten lang. Das ist doch schon eine Kiste. Sogar noch ein außenes Feuer. Stimmt, dafür müssen wir da drunter. Wir müssen aber, glaube ich, sowieso jetzt erstmal in die Ansicht hier wechseln. Damit wir hier an dem Baum vorbeikommen. Das ist ein Octorok. Ach, stimmt. Wartet einen kleinen Moment, wir machen gleich mal was. War wohl schon zu spät. Wenn einer von euch sich mal hier rein bewegen, könntest du dort bitte bleiben? Okay, nee, ich glaube, ich kann das auch anders machen. Ich würde jetzt gerne das Steam Achievement haben, Octorok mit dem Feuerpfeil töten. Kann noch mal einer von euch in die Lücke dort gehen? Bitte. Bitte. Ich will doch nur mein Steam Achievement. Seid solche Wichser. Ja, noch ein Schuss. Nein! Danke. Takoyaki! Takoyaki! So, damit hätte ich ein weiteres Evolent Steam Achievement. Schwert. Schwert. Jetzt können wir endlich dort runtergehen. Na. Doch an den Bäumen vorbei klink. So. Jetzt können wir hier am schönen Dimensionsstein vorbei. Und können den Stein hier anhauen. Und das funktioniert. Geht's, glaube ich, nur raus aus dem Gebiet. Das wollen wir eigentlich nicht. Da müssen wir nämlich nochmal von vorne hier durchlaufen. Wir gehen jetzt... Ne, wir schießen erstmal den Feuerpfeil von dem hier aus. Ja, wir hören das Rätselgelöst Sound. Den Rätselgelöst Sound. Wir müssen hier irgendwie kommen. Wie kommen wir dort rüber? Mit einem Bomben-Kristalltrick, würde ich mal sagen. Schnell, 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 klink. Bäume hier sind übrigens alle abgefackelt. Also die meisten zumindest. Ach, blöd. Jetzt kommen wir dort nicht mehr lang. Das ist natürlich scheiße. Nein, nicht. Die Bombe. Ah! Gehen mal über das Schwert. Also müssen wir von irgendwo einen Pfeil dorthin schießen, zu einem anderen Kristall. Von hier eine Bombe zu legen, das schaffen wir nicht. Das sind wir zu langsam. Wo kommt Karis denn auf einmal her? Gott, haben sie da wirklich vergessen, dass es... Das ist wirklich schlecht programmiert, das muss ich jetzt mal sagen. Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amulets finden. Immer. Ohne die zweite Hälfte könnten wir überhaupt nicht hierher kommen. Och. Das ist aber ganz schön grober Fehler, den sie da übersehen haben. Ich hätte vielleicht eher herkommen sollen. Also das bricht jetzt wirklich die Stimmung ganz schön ab. Das ist wirklich kacke. Das finde ich kacke, Leute. Okay. Schlimm, der ist ja noch ein Kristall. Können wir uns gleich mal porten in die Welt. Ich bin gerade ein bisschen zu dumm, hier weiterzukommen. Von dort können wir ja keinen Pfeil.
Pfeil schießen. Das auf jeden Fall. Ach, ich bin wirklich doof. Ich weiß es, wie wir dort weiterkommen. Wir müssen den Baum abbrennen. Von oben, wir haben doch oben ein Feuer angemacht, mit dem können wir noch ein Feuer anmachen. Und mit Hilfe von dem Feuer können wir den Baum dort unten abfackeln. Doktorek. So, ach. Natürlich, wir müssen natürlich wieder einen mega Umweg gehen. Oh nein, wir machen das einfacher. Wir haben ja jetzt hier den Kristall, da legt man eine Bombe dran. Da müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg nach unten nochmal gehen. So. Nö, nö. So, genau das Feuer. Mit dem Feuer schießen wir jetzt hier rüber. Und von dem Feuer aus schießen wir jetzt runter. Habt ihr es gehört? Irgendwas haben wir abgefackelt. Und dieses irgendwas führt uns dann zu der Kiste. Okay, aber wir müssen trotzdem noch mal runtergehen, um uns jetzt wieder in die andere Welt zu porten. Ja, der Bogenhammer. Ich habe eigentlich gerne das Schwert immer standardmäßig ausgerüstet. Deswegen wechsle ich auch dauernd. So, ich bin mal gespannt, was in der Kiste drin ist. Kann ja nur ein Stern oder eine Karte sein. So, wenn es ein Stern ist, ist es recht unspektakulär. Wenn es eine Karte ist, bin ich gespannt, was für eine Karte. Wir machen das gleich mal so hier. Da müssen wir nicht runter zu dem Kristall erst gehen. Okay, mit den Bomben ist nicht zu spaßen, da rüste ich lieber wirklich das Schwert aus. So. Was ist denn jetzt in dieser tollen Kiste hier drin? Die Karis-Karte, ach so. Ah. Okay.